Was war das für ein Licht und wo sind wir? Sieht aus, als wären wir unter den Ruinen. Dass die so groß sind. Du hast die Prüfung der Kämpfer gemeistert und deine Stärke bewiesen. Bestimme. Wie einst besiegelt, gehören die Künste und Seelen vergangener Krieger nun dir. Besiegelt? Seelen vergangener Krieger? Glaube ich. Diese Seele ist nun dein und mit ihr all ihre Künste. Jedoch besitzt du erst eine Waffenverstärkung. Komme wieder, wenn du einen weiteren Feind einer Stärke beraubt hast. Dann haben wir wohl eine Seele geerbt, was das wohl bedeutet. Ich weiß nicht, warum wir gerettet wurden, aber vielleicht steckt mehr dahinter. Jede Waffe erfordert Stärke, verdiene sie dir, indem du mächtige Bestien besiegst. Mit dieser Stärke erbst du eine Kampfkunst, berühre einen Altar. Okay, dann wollen wir doch mal zum Altar gehen. Ich verlasse mich drauf, dass du uns sicher zur Handelsstadt führst, Rainer. Aber natürlich, in Ordnung, dann folgt mir bitte weiter. Okay, dann geht's direkt hier vorne einmal rum. Dann sollten wir zur Handelsstadt kommen, so langsam, oder? Der Boden hier ist wirklich unsicher. Diese Straße hat ja auch seit Ewigkeiten niemand mehr benutzt. Mit einem Flugdrachen wären wir im Handumdrehen da gewesen, aber... Ja, das wäre wohl ebenso schwierig geworden wie meine Reise. Ja, aber einen anderen Weg haben wir nicht. Genau. Und es ist auch gar nicht weit bis zur Handelsstadt. Okay, gehen wir. Ja. Okay, weiter geht's. Oh, was haben wir denn da? Machen wir erstmal die Kleinen hier kaputt, bevor wir uns dem Großen darstellen. Okay, die sind gar nicht mal so stark. Viel Leben haben die nicht. Ich glaube 7.000 oder 8.000. Den Großen holen wir uns vielleicht noch zumindest versuchen was. Ja, Level 11 können wir mal ausprobieren. Der hat 500.000, das ist schon eine Menge. Okay, noch können wir keinen Verbündeten-Skill ausführen, leider. Ich glaube, dafür müssen wir alle voll sein oder nur wir? So, dann hauen wir da doch mal ordentlich rein, oder? Machen das Vieh einfach mal platt. Ah, der hat ordentlich gesessen. Mega gut. Okay. Noch 75.000 circa. Und dann war's das mit dem Pi. Sehr gut. Na ja, komm, der liegt doch jetzt gleich. Oh yeah. Nice. So,
So gut, wir machen uns jetzt erstmal weiter zum zur Handelsstadt. Die Kollegen können wir mal ein bisschen außer Acht lassen. Und können uns dafür mal ein bisschen schneller weitermachen. Denn ich würde gerne bei der Handelsstadt ankommen. Mal gucken, was wir denn da alles so kaufen können. Vielleicht können wir uns auch noch mal ein bisschen ausrüsten. Oh, das sieht gut aus, oder? Das Gelände ist hier ja richtig offen. War das mal eine Festung? Ah, verstehe. Der Weg führt dahin. Wie du gesagt hast, diese Festung stammt aus dem Zeitalter von Blut und Eisen. Eine Zeit der Eroberung und Machtkämpfe. Diese Festung war der Schlüssel. Ah, ist sie oft umgebaut worden? Sieht etwas seltsam aus. Sie ist schon uralt. Seltsame Dinge sind hier ganz normal. Klingt spannend, da würde ich mich gern mal umschauen. Vielleicht sehen wir auch etwas an der Straße. Okay, dann wollen wir nochmal gucken, wie wir diese Festung hier durchqueren können. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Kollegen, den wir mal platt machen müssten. Also müssen wir nicht, aber... Aber können wir auf jeden Fall mal machen. Okay. Der fällt einfach so um. Der hier vielleicht auch. Das ist ganz schön. So, ich muss mal hinter ihn für meinen Skill. Na komm, lass mich mal hinter dich. Mach ich nämlich mehr Schaden. Oh, der ist Rang 13. Deswegen macht er so viel Damage. Okay, cool. Deswegen hält er auch so viel aus. Ah, verstehe. Aber dann machen wir mal den hier. Dann sollte der relativ zügig fallen. So, jetzt sind wir an der Reihe. Und yeah. Okay, das hat ja mal gar nicht so viel Schaden gemacht. Oh, das hat aber ordentlich geschmettert, ja? Sehr gut. Ja, komm schon. Komm, viel hat er nicht mehr. 80.000 noch circa. Das haben wir auch relativ zügig jetzt gleich down. Autsch, okay. Der haut ja ordentlich rein, der Kollege, ja? Wunderbar. Damit gehört die Kiste schon mal uns. Handschuhe der Heilung. Ah, auch sehr schön. Okay, die Frage ist natürlich, wie wir jetzt hier weiterkommen. Weil hier oben bei uns war ja jetzt nichts mehr, wo wir den Kollegen erledigt haben, oder? Wir könnten allerdings nochmal schnell gucken gehen. Also hier ist auf jeden Fall... Kein rüberkommen, ne? Nein. Okay, hier runter geht's aber scheinbar weiter. Warte mal gucken, ob wir hier einen Weg finden. Also rüberkommen auf jeden Fall schon mal, das ist klar. Aber wir wollen ja da oben durchs Tor. Dann lass uns doch mal gucken gehen.